Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Let's Play. Wir sind immer noch dabei bei Harveys Neue Augen und sind gerade aus dem Keller gekommen. Wir haben also den Kellerschlüssel erbeutet und wollen uns nun dem Beet zuwenden, denn wie ihr seht, haben wir die Termiten schon vom Schaukelbaum heruntergeholt und machen jetzt weiter. Also, hin zum Beet. Da ist die gute Edna und mal gucken. Hey Lilly, was gibt's Neues? Wir haben eine Schaufel gefunden. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich Lilly. finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Die Schaufel, Lilly. Ja, Ohne aber wir Schaufel haben noch bekommen wir den eine. Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel Okay. nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Nein. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay, ja, wir haben eine. Und zwar hier. Die benutzen wir jetzt mal mit dem Beet. Hey, du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Das So machten sieht sich auch irgendwie Edna und überhaupt nicht Lilly gefährlich daran, die aus. vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los! Lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Okay. Das ist eine Eine Fliegerbombe. echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Wir haben ja einen Presslufthammer, vielleicht schafft man Super! es Das damit. Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Okay. Die Harke vielleicht? Was hast du da? Eine Harke? Ist ja nett gemeint. Aber ich fürchte, die hilft uns hier nicht weiter. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Ja, mit mehr Wumms wäre die. Der Presslufthammer gewesen. Fliegerbombe. Okay. Yippie, du hast es geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Mehrzweckwerkzeug, würde ich sagen. Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. Süß. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Oh, ich hätte... Das, was sie rausgenommen hat, gerne mitgenommen. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Ist das ein Luftballon? Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal Das austreiben. ist geil. So viel kann ich euch garantieren.
Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ach Mann. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Gott, und jetzt steht er doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, hört's mal. Rechts. Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemerkt und lumpig schon wieder ist? Dummes Kind. Okay. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Naja, bei der Oberin. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Okay. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ja, entschuldige bitte. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Okay, da ist das Katzenfutter. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Ich befürchte, dass das nicht so einfach ist. Oder doch? Okay. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze! Entschuldigung, bitte. Okay. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpy kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpys Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Okay. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Gucken, vielleicht brauchen wir sie ja noch irgendwann. Lilly hatte kein... Okay, die Oberin, aber selbst die... Können wir nochmal mit Edna reden vielleicht? Und? Kommst du voran?
Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Nicht so laut. Dr. Marcel hat sein... Wenn du genau hinhörst, kannst du so mit dem Typ... Du kennst wir. Also nicht... Er gibt also nichts Neues. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Sogar war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Suka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Ching! Ching! Okay. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Ching? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyuki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und... nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und... du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Okay, gut, ja, sonst nirgendwo, okay. Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Sicher? Oh, okay, ich habe die Hake nicht mehr dabei. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Klosterflur, Schlafsaal.
Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. So, da geht's zum Brunnen, zur Kapelle, Schulrabauken. Ins Treppenhaus. Ah, so viele Möglichkeiten. Gehen wir mal in den Klosterflur. Die Schuluhr war außer Reichweite. Na, Böller. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Wartungsklappe. Okay. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Okay. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Lebt wahrscheinlich auch nicht mehr. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Okay. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Das packerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger... Dass der überhaupt mitkriegt, dass ich hier bin. Na gut. Okay. Solange es ihr niemand verbot, würde Lilly alles, was sie fand, bei sich behalten. Egal, ob der Platz in ihren Taschen ausreichte oder nicht. Okay. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Ja.
Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern. Da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den dazu komme ich doch gleich. Okay. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Okay. Ja. Huch. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Ach, herrje. Die erinnert mich irgendwie an die Oberin, nur in Jung. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Wie gemein. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet.
Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Okay. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Okay. Wie will ich nicht runter zu den Schulraudis? In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Kann man ihn mitnehmen? Wohl nicht. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, genau. So ein Glück! Lilly war erleichtert. Okay, hier ist irgendwie was kaputt. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Ich vermute mal, dass ich Gerrit da drin einsperren kann, um ihn festzuhalten. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Sehr gut, dann stecken wir sie doch ein. So. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Verachtungsvoll. Okay. Dieses Gemälde ist doch komisch. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Okay. Aber das ist doch Pflanze geben. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Okay. Die lustige Blume? Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam.
Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Okay. Hier mit einem Quittungsspieß. Der vielleicht zum Schraubenöffnen benutzt werden kann. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Okay. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon tun sollte. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Na gut. Dann gehen wir runter. Ich befürchte, dass wir jetzt an den Schulrollbrocken vorbei müssen. Das war's? Wer nicht? Okay. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann, traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Verdammt. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Schlecht. Katina, Kapelle, Brunnen. Das ist nicht so gut. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Sehr gut, jetzt haben wir Kokosnüsse, Bananen und Äpfel. Toll. Sehr schön. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Oh je.
war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Boah, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Okay. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Okay. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung, bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay, vielleicht können wir ihr das geben. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Habe ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Okay. Sehr cool. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit tun sollen, aber... Ich traue mich nicht, mit der Oberin zu sprechen, ne? Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Sehen uns im nächsten Let's Play. Ich freue mich darauf. Und ich versuche mir ein bisschen Mut anzutrinken, mit der Oberin zu sprechen in der Kantine. Wir sehen uns. Tüdelü!